Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Freunde, was ist das für ein riesiges Spielset heute? Das ist die Feuerwehrstation mit Alarm von Playmobil aus der City Action Serie. Also ein actiongeladenes Spielset mal wieder. Wir haben euch ja schon letztens ein Feuerwehrspielset gezeigt. Hier ein weiteres, das passt natürlich sehr gut dazu. Und bevor wir das Ding jetzt heute unboxen, natürlich ein paar Vorab-Infos für euch. Und wir schauen uns aber jetzt erstmal die Verpackung an, denn die ist echt außergewöhnlich. Schaut euch meine Hand mal an zum Vergleich, wie groß das Ding ist. Die Feuerwehrstation wird dementsprechend natürlich auch sehr groß sein. Und eine weitere Besonderheit, das ist die Rutschstange hier. Guck mal die Verpackung ein bisschen näher. Das ist hier die Rutschstange und die Feuerwehr, ja, oder Notrufzentrale, die natürlich alle Notrufe entgegennimmt. Natürlich sehr, sehr wichtig bei der Feuerwehr, das wisst ihr. Müssen natürlich sehr schnell da sein. Und hier anscheinend, mal schauen, ob hier auch, ja, ich glaube, das Licht wird hier diesmal nicht funktionieren, weil sonst würde hier auch stehen mit Licht und Sound. Diesmal nur der Sound, aber das reicht uns. Der Alarm wird, denke ich, sehr cool sein. Das Spielset, das ist geeignet ab 5 Jahren bis 10 Jahre, aber darüber hinaus auf jeden Fall auch, Freunde. Ihr kennt ja meine Meinung. Und die Playmobil-Nummer, das ist die 5361. Boah, echt schwer. Sehen wir noch was hier? Wir sehen hier ein Tor. Da drin. Auch verschiedene Utensilien, wie zum Beispiel ein Megafon, Axt, okay, hier der Alarm hier oben. So, wir drehen das Teil mal und wir sehen hier die ganzen Einzelteile. Ich packe das mal wieder ein bisschen nach hinten, damit ihr so einen groben Überblick bekommt. 139 Teile und wir brauchen auch 2 Dreifach-A-Batterien. Die sind nicht enthalten, egal, die haben wir hier. Wir haben 2 Figuren von der Feuerwehr, ich glaube, ein Mann und eine Frau, ja. Dann haben wir hier eine Axt, eine kleine, einen Besen, Schaufel, ein Fotoapparat. Das mal hier vorne hin, vielleicht sieht man, ja, so ist doch besser. Ein Walkie-Talkie, vielleicht ein Navi, eine Gasmaske, eine Mütze, hier oben die Feuerwehr-Notrufzentrale, ein Stuhl. Okay, und weiteres. Und hier unten noch können wir uns einen Schlauch zusammenbauen. Natürlich sehr, sehr wichtig. Denn wie sollen wir das Feuer denn ohne Wasser löschen? Na, hier sehen wir die Größe. 39 cm, 45 cm hoch. Echt nicht schlecht. Ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt hier mal aus. Und dann schauen wir mal rein. Ich mache das Ding mal hier auf. Und in der Zeit schwenke ich die Kamera ein bisschen mal nach unten, damit ihr auch einen besseren Überblick habt. Genau, das machen wir jetzt. So, die Packung ist jetzt geöffnet. Es kann weitergehen und Playmobil typisch. Viele Tüten. Und wir schauen uns als erstes mal hier die beiden von der Feuerwehr an. Einmal der Herr. Hallo. So. Nummer 1. Halte ich mal gleich in meiner Hand. Und hier die Dame. Nummer 2. Hier dann auch zweimal der Helm. Einmal eine Mütze. Und noch Verschiedenes. Hier die Gasmaske. Okay. Das lassen wir mal hier außen. Dann haben wir hier eine weitere Tüte. Ich glaube, die lohnt sich gar nicht aufzumachen, denn so kann man jetzt nicht viel erkennen. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Hier noch weiteres. Hier ein Großteil. Und die kann ich vielleicht kurz aufmachen, um den Alarm zu zeigen. Mann, warum funktioniert das nicht? Klar, die Batterien fehlen, natürlich. Im nächsten Video werden wir das natürlich hören. Und hier noch weitere Teile für die Feuerwehrstation. Okay. Das waren jetzt 4 Tüten. Und dann haben wir hier ganz große Einzelteile, die natürlich für den Aufbau sind, beziehungsweise die natürlich noch zusammengebaut werden müssen, mit Gummi zusammengehalten. Okay. Ich denke, das können wir auch nochmal so drin lassen. Und hier echt hoch. Also das passt noch nicht mal hier aufs Bild. So, und dann haben wir hier eine letzte Tüte, die ist natürlich sehr, sehr wichtig.
mache ich auch nochmal auf, denn hier finden wir einmal die Anleitung. Super wichtig für uns Freunde. Okay. Und zum Beispiel auch ein paar Sticker, damit die Feuerwehrstation auch cool aussieht und nicht nur groß ist. Und dann hier auch noch zum Beispiel Teile für unseren Schlauch oder für die Feuerwehr. Okay, ganz wichtig, eine Taschenlampe sehe ich hier auch. Alles klar. Viele Teile, 139 waren es, glaube ich. Die müssen jetzt natürlich noch zusammengebaut werden. Das werden wir in einem zweiten Video, in der Demo von der Feuerwehrstation mit Alarm. Ich freue mich schon sehr, seid auf jeden Fall dabei, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.